Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Terminausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine, Konjunkturdaten für Börsianer am Donnerstag, 26. Juni 2014. Die große Frage hier auf dem Börsenparkett ist die, kann der DAX wieder zum Erholungsversuch hier ansetzen am Donnerstag? Kann er die 9.900er Marke zurückerobern und dann vielleicht sogar wieder Richtung 10.000 laufen? Oder setze ich diese etwas impulslose Erholungsverschnaufpause fort? Am Mittwochnachmittag gab es ja schwache Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Das BIP im ersten Quartal für die USA wurde nochmals nach unten revidiert. Und auch am Donnerstag stehen neueste Konjunkturdaten an. Mal sehen, wie die dann aufgenommen werden. Gehen wir die Termine nacheinander durch und beginnen gleich früh morgens am Donnerstag mit den Q1-Zahlen, die Hornbach dann vorlegen wird. Das Ganze schon, liebe Zuschauer, um 7 Uhr, also klar vor Börsenbeginn. Um 8.45 Uhr gibt es dann vom IFO-Institut aus München die Konjunkturprognose für Deutschland. Wir haben ja erst in dieser Woche vor zwei Tagen den jüngsten IFO-Index bekommen, der sich leicht abgeschwächt hat. Nach dem starken ersten Quartal für die deutsche Wirtschaft scheint sich das Wachstum ein wenig abzuschwächen. Aber Deutschland bleibt nach Einschätzung aller Experten auf Wachstumskurs in Richtung 2% Wirtschaftswachstum für dieses Jahr 2014. Details dann also morgen früh aus München vom IFO-Institut. Außerdem dann am Nachmittag, wie angekündigt, frische Datenkosten aus den Vereinigten Staaten. Wir bekommen, wie an jedem Donnerstag um 14.30 Uhr, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Und zur gleichen Zeit, liebe Zuschauer, ebenfalls um 14.30 Uhr gibt es die persönlichen Ausgaben und Einkommen der US-Bürger für den Monat Mai. Und dann nach Börsenschluss an der Wall Street um 21:45 Uhr unserer Zeit gibt es die neuesten Quartalszahlen von Nike, also vom großen Wettbewerber von Adidas aus den USA. Außerdem steht die Politik, die Europapolitik im Fokus am Donnerstag. Der Europäische Rat kommt in Brüssel zusammen und das bedeutet dann wieder wahrscheinlich eine lange Nachtsitzung. Es geht vor allen Dingen um die Personalie Jean-Claude Juncker als möglichen Präsidenten, neuen Präsidenten der EU-Kommission. Die Staats- und Regierungschefs kommen also in Brüssel dann zusammen am Donnerstagnachmittag. Ihnen einen schönen Abend, bis morgen, alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.